Ist doch so. Zum Glück ist wichtig. Mit dem Fabian Unterrettler. Die Freitagsrunde von Fabian zurück auf Sendung. Keine Pausen im Sommer gemacht hat der Sport, vor allem der Fußball nicht, oder? Gäng mehr Schweizer spielen unterdessen zu England. Nach dem Wechsel vom Shaqiri diese Woche schon das neueste Beispiel. Der Nazi-Captain Gökhan Inler wechselt auch auf England zu Leicester. Nationaltrainer Wladimir Petkovic, der müsst jetzt sicher mehr auf die Insel. Könnt ihr eigentlich Englisch? Zu Hause habe ich eine große Sammlung Video mit VHS-Kassette von Terminator, Die Hard und Films von auch Oster Stallone, alles in Englisch. So habe ich mir viel gelernt, selber Englisch. Ah ja, zum Beispiel? Hasta la vista, baby. Grossartig. In anderen Sportarten läuft ja ohne Englisch sowieso nie etwas, gar nichts. Tennis zum Beispiel, man hört es ja schon bei uns im Namen von Roger Federer. Ja gut, man ist klar, oder? Stell dir meinen Namen Federer mal auf Schweizerdeutsch vor, oder? Bei dieser Gelegenheit, wenn ich mal frage, die Heinz Günther, du als sogenannten Experte, lässt du eigentlich auch nicht mal Englisch? Ja, Roger, ich weiss, du bist voll neidisch auf meinen Accent. Weisst, ich habe ja mit 16 schon eine Einladung bekommen für Snickers Babyboy Lullaby Contest Circuit in Rapid, Michigan. Und ich habe vorher wirklich kein Englisch können. Dann habe ich vor der Arbeit aber als Privatunterricht genommen und dann fließend Englisch gelernt. Genau. Beispielsweise Serve and Volley, Topspin, Longline, 15, ja. All Wildcard, genau. Double Fold, danke, Günther. Overliner, Dropshot, keine Ahnung, Smash and Return, Tiebreak, Changeover. Versteht ihr? Shut up. Game, Set, Match. Shut up. Bleiben wir aber schon beim Tennis, aber wirklich das, was auf dem Platz passiert. Es hat ja wüste Beschimpfungen gegeben vom Kyrgios gegen Stan Wawrinka. Dirty Talk ist im Tennis angekommen. Roger Federer kritisiert das sehr scharf. Warum eigentlich? Gut, ich finde als Tennis-Profi, oder? Du musst einfach kopfverdammt ein Motherfucker vorbeizuhen, oder? Sonst musst du einfach die eigene Hand nehmen und auf deine fucking Scheißsprache aufpassen. Du bist einfach ein fucking Vorbild, verstehst du? Ärger machen nicht unterdessen auch die Eltern im Sport, aber nicht beim Tennis. Diese Woche hat der Innerschweizer Fußballverband nämlich eine neue Regelung eingeführt. Neu müssen Eltern bei Juniorenspielen mindestens 3 Meter Abstand zum Spielfeldrand halten. Als Schutz von den Junioren, weil in der Vergangenheit sind mehr Eltern ausfällig geworden, haben sich eingemischt. Ex-Bachelor Vujo Gavric, leidenschaftlicher Fußballer, schon lange im Club, auch schon mal irgendwie so etwas mal pöbelt auf dem Spielfeld? Natürlich, Solivario, früher schon, da habe ich keine Rose verteilt, sondern nicht nur Rose, sondern ein Feli. Aber heute habe ich meinen äußeren Frieden gefunden, seit mir in Lourdes der Diego Armando Madonna erschienen ist. Wow, und jetzt hast du ein spirituelles Leben, hast du ein Motto für unsere SRF 3 Hörer? Die Sprache von grossen Buddhisten, Dong Huali, von Melanie auf den Rücken tätowiert worden ist. Er hat gesagt, Ohren auf, denn wer Ohrenbox in den Ohren hat, findet keinen Frieden im Herzen. Zum Glück ist Pflicht.